Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Hallo Steven, schön, dass du anrufst. Was gibt es denn? Hallo Steven, schön, dass du anrufst. Was gibt es denn? Hi Anna, hast du heute Zeit für einen kleinen Spaziergang? Hi Anna, hast du heute Zeit für einen kleinen Spaziergang? Leider nicht, Steven. Mein Sohn ist krank. Können wir wann anders spazieren gehen? Leider nicht, Steven. Mein Sohn ist krank. Können wir wann anders spazieren gehen? Oh je, ja klar. Was hat er denn? Oh je, ja klar. Was hat er denn? Er ist heute Morgen mit Fieber aufgewacht. Er hat ein wenig Schnupfen und Husten. Und vorhin hat er gesagt, dass er Kopfweh hat. Er ist heute Morgen mit Fieber aufgewacht. Er hat ein wenig Schnupfen und Husten. Und vorhin hat er gesagt, dass er Kopfweh hat. Das klingt nach einer Grippe. Das klingt nach einer Grippe. Ja, oder eine Erkältung. Er muss jetzt viel trinken und schlafen. Ich habe ihn in der Schule entschuldigt. Das heißt, er wird erst wieder in die Schule gehen, wenn er sich erholt hat. Ja, oder eine Erkältung. Er muss jetzt viel trinken und schlafen. Ich habe ihn in der Schule entschuldigt. Das heißt, er wird erst wieder in die Schule gehen, wenn er sich erholt hat. Gehst du mit ihm zum Arzt? Gehst du mit ihm zum Arzt? Ich weiß es noch nicht. Wenn es ihm morgen nicht besser geht, werde ich mit ihm zum Kinderarzt gehen. Was denkst du? Ich weiß es noch nicht. Wenn es ihm morgen nicht besser geht, werde ich mit ihm zum Kinderarzt gehen. Was denkst du? Das würde ich auch so machen. Du kannst ihm gegen die Kopfschmerzen ein Schmerzmittel geben. Aber er muss auf jeden Fall viel Wasser trinken. Das würde ich auch so machen. Du kannst ihm gegen die Kopfschmerzen ein Schmerzmittel geben. Aber er muss auf jeden Fall viel Wasser trinken. Das werde ich tun. Ich habe einen Saft, der gegen Fieber und Schmerzen hilft. Ich hoffe, das hilft ihm. Das werde ich tun. Ich habe einen Saft, der gegen Fieber und Schmerzen hilft. Ich hoffe, das hilft ihm. Ich hasse das Gefühl, ein krankes Kind zu haben. Das bringt nicht nur den Alltag durcheinander, sondern stresst uns als Eltern total. Manchmal weiß man nicht, was man tun soll. Ich hasse das Gefühl, ein krankes Kind zu haben. Das bringt nicht nur den Alltag durcheinander, sondern stresst uns als Eltern total. Manchmal weiß man nicht, was man tun soll. Ja, ich wäre auch lieber selbst krank, aber man kann es nicht ändern. Jetzt im Winter sind einfach viele Viren unterwegs. In der Schule haben die Kinder viel Kontakt zueinander. Da stecken sie sich an. Ja, ich wäre auch lieber selbst krank, aber man kann es nicht ändern. Jetzt im Winter sind einfach viele Viren unterwegs. In der Schule haben die Kinder viel Kontakt zueinander. Da stecken sie sich an.
aber als Kind war ich eigentlich ganz gerne krank. Aber als Kind war ich eigentlich ganz gerne krank. Ja, kein Wunder. Mein Sohn darf den ganzen Tag fernsehen. Ich bringe ihm Essen und Getränke und unser Hund Bello hat auch bei ihm geschlafen. Das ist doch perfekt, um gesund zu werden. Ja, kein Wunder. Mein Sohn darf den ganzen Tag fernsehen. Ich bringe ihm Essen und Getränke und unser Hund Bello hat auch bei ihm geschlafen. Das ist doch perfekt, um gesund zu werden. Stimmt, dann wünsche ich deinem Sohn gute Besserung. Stimmt, dann wünsche ich deinem Sohn gute Besserung. Danke, ich werde es ihm ausrichten. Danke, ich werde es ihm ausrichten. Hoffentlich steckst du dich nicht an. Bleib gesund und pass auf dich auf. Hoffentlich steckst du dich nicht an. Bleib gesund und pass auf dich auf. Ich gebe mir Mühe. Ich war erst vor 2 Wochen krank. Ich gebe mir Mühe. Ich war erst vor 2 Wochen krank. Wirklich? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wirklich? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Doch, ich hatte starke Bauchschmerzen und Durchfall. Das war wirklich schlimm. Ich habe fast den ganzen Tag auf der Toilette verbracht. Ich konnte 2 Tage nicht in die Arbeit gehen. Doch, ich hatte starke Bauchschmerzen und Durchfall. Das war wirklich schlimm. Ich habe fast den ganzen Tag auf der Toilette verbracht. Ich konnte 2 Tage nicht in die Arbeit gehen. Zum Glück war ich am 3. Tag wieder fit. Ansonsten hätte ich ein Attest vom Arzt gebraucht. Zum Glück war ich am 3. Tag wieder fit. Ansonsten hätte ich ein Attest vom Arzt gebraucht. Ich bin auch froh, wenn ich nicht zum Arzt gehen muss. Im Wartezimmer zu sitzen, ist wirklich langweilig. Ich bin auch froh, wenn ich nicht zum Arzt gehen muss. Im Wartezimmer zu sitzen, ist wirklich langweilig. Stimmt, aber manchmal geht es eben nicht anders. Vor allem, wenn man ein Rezept für Medikamente braucht. Stimmt, aber manchmal geht es eben nicht anders. Vor allem, wenn man ein Rezept für Medikamente braucht. Musst du jetzt eigentlich arbeiten, während dein Sohn krank ist? Musst du jetzt eigentlich arbeiten, während dein Sohn krank ist? Nein, Steven, heute arbeite ich nicht. Ich habe mit meinem Chef gesprochen. Er hat mir die Woche freigegeben. Nein, Steven, heute arbeite ich nicht. Ich habe mit meinem Chef gesprochen. Er hat mir die Woche freigegeben. Das ist aber ein toller Chef. Na gut, Anna, ich rufe dich in ein paar Tagen noch einmal an. Vielleicht hast du dann Zeit für einen Spaziergang. Das ist aber ein toller Chef. Na gut, Anna, ich rufe dich in ein paar Tagen noch einmal an. Vielleicht hast du dann Zeit für einen Spaziergang. Gerne, bis dann. Gerne, bis dann. Bis dann. Bis dann. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!